Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt die Küche mit Beschriftung. Wie geil ist das? Und hier meine Splash Mountain Shooting Range. Mein Küchenpool sozusagen. Ne? Perfekt geeignet, um aus der Ferne Zombies zu töten. Ich dachte mir, das wäre eine geile Idee. Hier sieht man meine Mauer langsam wachsen. Langsam aber stetig. Ne? So soll es sein. Ne? Aber ich wollte heute mal wieder losziehen mit euch Zombies töten. Finde ich gut, habe ich Spaß dran. Ich habe kein Essen dabei. Ah, gut, dass ich alles markiert habe. Mahlzeiten, fertig. Erledigt. Der Rest kommt in meine kleine persönliche Wuthöhle hier hinten. Zack, zack, zack. Brauchen wir jetzt nicht. Ganzen Baukram. Ne? Meine Müllkiste. Der No-Budget-Nerd wird mich wieder dafür maßregeln, aber ist mir scheißegal. Ne? Ansonsten, ja, hier außen. Nochmal eine Etage draufgesetzt. Ne? Bin ich wirklich damit zufrieden? Irgendwie sieht es unförmig aus. Aber da kümmere ich mich irgendwann nochmal drum. Ich habe einen neuen Tunnel gebuddelt. Komme jetzt hier schön schnell in die Garage rein. Auch super gut. Und bin jetzt hier im Morgengrauen quasi unterwegs. Ne? Alter, was hat denn der Nerd mit dem Fahrrad gemacht, ey? Ist der bescheuert? 78%. Schön kaputt gejuckelt, die Hütte. Meine Fresse. Kann man ja angehen. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir hinfahren. Wo waren wir denn noch nicht? Ich glaube, da waren wir schon. Wir waren ja an den meisten Ecken tatsächlich schon. Ist das hier? Großes Gebäude. Ein großes Gebäude klingt gut. Da fahren wir hin. Das geben wir uns. Wenn ich es mir schon markiert habe, dann wird das seine Richtigkeit haben. Also, here we go. Oh, ist ein bisschen belebter heute. Morning. Ja, ich mache hier nur mein Morgen-Workout. Lasst euch nicht stören. Alles cool. Kann auf dem Fahrrad essen. Du bist nicht verletzt. Krumms. Ich will ja essen, ja. Hat nichts mit verletzt zu tun. Oh, ich bin ganz schön hungrig. Meine Fresse. Ich bin ganz schön sehr hungrig. Oh, nochmal umbauen hier. So, so, so. Da gönnen wir uns gleich zwei. Und dann geht's weiter. Tü-tü-tü. Ab durch die Mitte. Der direkte Weg ist kacke. Müssen wir über so viele Hügel, da habe ich keinen Bock drauf. Und außerdem hoffe ich hier noch ein paar Steinchen zu finden. Ich brauche dringend wieder... Nitrate und Kohle. Also gehen wir uns noch runter am See. Oh, was ist das denn Schönes? War ich da schon drin? Ich glaube, da war ich auch nicht. Da radeln wir jetzt hin. Boah. Nehmen wir erstmal das. Oder? War ich hier schon? Nicht ins Wasser. Du. Pack mal ein, das Ding. Storage-Hupe aufnehmen. Zu weit weg. Na super. Du blöde Karre. Toll, jetzt rostet das. Eine Scheiße hier. So. Aufnehmen. Achso, ist nicht leer. Naja, gut. Was hast du denn hier noch drin? Bullshit. So, aber jetzt. Tauch mal auf. Der Junge kann schlecht atmen. Oh, schöne Waldhütte. Die ist auch idyllisch hier. Also bis auf das bisschen verbranntes Holz hier. Aber sonst ist es schön. Ja, hier morgens aufstehen. Dem Sonnenuntergang entgegenblicken. Und rinnen die Butz. Aber ich glaube, hier waren wir doch schon. Ja. Hier war ich mit dem Nerd. Ich guck noch mal rein, aber... Ich hab da wen... Uah! Keule! Blöde Schlamper! Spitzer wohl. Ja, hier waren wir drin. Hier ist der Brunnen auch schon auf. Ja. Dann geht's gleich weiter zum eigentlichen Ziel. Aber ich kann hier hacken.
Hacken, hacken, hacken. Plock. Gib mir hart. Da fällt mir eigentlich, ich wollte noch eine Mod einbauen. Damit das mit den Steinchen noch ein bisschen schneller geht. Ich glaube, wenn ich noch einen hinzufüge, dann spare ich mir tatsächlich einen Schlag. Das fände ich, glaube ich, gut. Brutzel, brutzel. Nummer 1. Nummer 2. So. Und noch ein Steinchen. Sehr schön. So. Gib her. Ich brauche Mumpeln. Der Nerd ist immer so verschwenderisch, die Sau. Stell mal in die. Zack. Bände wieder rein. Und feuerfrei. Ja, Blutnacht war ja relativ unspektakulär tatsächlich. Meine Güte, war dabei nicht los. Also gut, am Anfang war echt geil. Da war richtig Bambule. Aber kurz darauf war dann auch schon Titte. Also ich habe mit ein bisschen mehr Action gerechnet. Zumal es ja nur auch schon die dritte war. Ne, also gefühlt war bei der letzten mehr los. Gut, da war ich alleine. Aber eigentlich sollten ja auch mehr spawnen, wenn mehr Leute auf dem Server sind. Von daher, seltsam. Sehr, sehr seltsam. Aber okay. Wichtig ist, wir haben überlebt. Also gut, einmal gestorben. Ja, kann man mir jetzt ankreiden. Das war Dummheit. Das zählt quasi nicht. Ich war einfach mal wieder zu blöd. Von daher, ach ja, noch eine Hütte. Nehmen wir mit. Boah, ich muss mal Schlangenlinien fahren, damit man nicht über den Scheiß fährt und sich das Fahrrad schrottet. Das ist ja niedlich. Zack, schon ist passiert. Ja, moin. Leute wie dich, ne? Der war ja mal voll daneben. So, haben wir gleich Krach gemacht. Vielleicht kommen die Leute gleich raus. Sag mal. Fick dich. Jetzt blutet der auch noch. Das Binde rum. Wie ist er da aufgehört, sich zu verbinden? Ist der bescheuert? Du verblutest, Mignon. Mach was. So. Da haben wir hier Schmerzmittel. Und Nägel. Nehmen wir gerne mit. Und noch mehr Schmerzmittel. Und Messing. Ja, das Eisen auch. Da sind wir da nicht so. Warum haue ich immer erst drauf und gucke dann, ob offen ist? Ist schon dumm. Wie? Nix? Wirklich gar nix? Ja, gut, ein Eintopf. Ja, kann man auch immer gebrauchen, aber sonst ist ja echt nix. Außer ein paar Schreihälse. Das für eine Nummer. Vielleicht hier auch wieder unter Brunnen. No, abgeschlossen. Na, da geht auch was. Oha. Nee, da möchte man nicht runter. Das möchte ich nicht. Aber ist da vielleicht was? Gucken wir mal. Ging das mit dem MG kaputt? Vielleicht ist das dumm, was ich jetzt mache, aber ich will wissen, was da ist. So. Eine Tür. Ist das eine Mine? Nein. Offensichtlich ist hier auch was los. Dann verschaffen wir uns jetzt mal Platz hier. Dann will ich da rein. Ist ja der Shit. Das ist nicht das Gebäude, was ich wollte, aber das finde ich gerade viel interessanter. Rabemmel. Ja. Gleich geschafft. Also stört mich ein bisschen, dass Rückzugsmöglichkeiten eher schlecht sind. Oha. Das war ein dickes Ding. Da kloppe ich eine Weile drauf rum. Boah, Spannungsbogen. Das ist ja abgefahren. Der Shit. Wahrscheinlich wäre ich durch die Wand schneller gewesen, aber okay. Man kann ja nun mal nicht alles haben. Auch auf die Hütte.
Ja, da höre ich sie doch schon. Oder kommt das von oben? Kann natürlich auch sein. Das wäre uncool. Dann bevor wir da reingehen, nochmal auffrischen. So. Dann gib ihm. Na komm. Nehmen wir mehr 1000. Das sind noch ein paar Hiebe. Oha. Oha. Oha, oha. Ich meine Wrench gar nicht mit. Scheiße. Das ist schon mal schlecht. Bücherladen. Cardio. Gönnen wir uns. Papier habe ich in Massen. Sehr schön. Laufverlängere. Das ist schon mal schön. Für die Dings hier. Stay down. Will mir auch mit. Für die, na, wie heißt es? Shotgun vom Nerd. Ist das hier nur so ein Panic Room? Also eine Art Panic Room? Ich dachte, ich hätte jetzt hier so einen coolen Militärbunker gefunden. Aber ich glaube, es wird dann doch nur halb so cool. Ah, ein Topf. Ich war übrigens clever genug. Ne, für die Küche mit. Kann man die stapeln? Ja, perfekt. Alles abgeschlossen. Kacke noch eins. Dann nehmen wir erstmal die leichte. Hallo? Ja, ich höre dich. Was ist denn los? Hast du Schmerzen? Noch ein Rost. Ja, ich habe beim Feuer übrigens schön das Feuer zerkloppt beim Umbauen. Und die ganzen Teile da gleich mit kaputt gehauen. Fuchs, wie ich war. Und Cappy und noch eine Brille. Na gut. Gucken wir mal, ob wir die verkaufen können bei Zeiten. Immer noch Ruhe. Will hier keiner mit mir spielen? Hallo. Stoffkapuze. Nett. Nicht so schön wie mein Helm, aber erstmal haben, ne? Ich höre euch doch hier raunen. Okay. Weiter mit der Axt. Und den Rest zu. Hallo. Wo seid ihr? Seid ihr nur kacken? Ne. Dreckiges Wasser, dreckiges Wasser. Blödsinn. Nehme ich gar nicht jetzt mit. Ernüchternd. Meine Toilette. Na, war ein Glück. So, mit der Wrench hätte ich jetzt hier gerne alles auseinandergenommen. So, da muss ja jetzt noch was gehen. Hier ist wahrscheinlich Kommandozentrale. Da hätte ich zumindest gerne so eine Waffenkiste oder sowas. Ne, ich will irgendwas Cooles noch haben. Wer raumt mir denn hier von links ins Ohr? Kann wohl angehen. So. Hälfte ist gleich geschafft. Hälfte ist rum. Oh, gibt mir ein bisschen Eisen. Ne? Wir sehen das mal positiv. Wahrscheinlich kommt mir jetzt gleich eine ganze Horde entgegen. Ne, das Raunen lässt darauf schließen, obwohl das auch nicht noch so viel klingt. Ja, ist ja gut. Ja, da ist jemand drin. Da will jemand raus. Ich glaube, ich habe den Besitzer gefunden. Guten Tag. Hallo. Oh, nichts mit Besitzer. Auf jeden Fall sind die hier tendenziell eher schlecht drauf. Aber es wäre ein cooler Unterschlupf. Oh, Militärhelm. Nett. Bisschen Silber und so ein Scheiß. Was haben wir denn hier? Oh, eine Menge Nägel. Noch so ein Wiring-Tool. Ah, gut, ein Malerpinsel. Sag mal, die Eisentür würde ich gerne mitnehmen. Hier. Die Holzkisten hier drauf verzichten, den Pinsel auch. Munition. Oh, was haben wir denn da? Eine MP5 und Frag Grenades. Raketen sind das, ne? Ja, Frag-Raketen. Hier brauchen wir auch nicht. Die Raketen nehmen wir mit. Die könnten noch interessant werden. Und aufs Wasser scheißen wir, glaube ich, auch.
Ich hätte einfach noch ein Stück trinken können. Also jetzt klingen die langsam wirklich wie nebenan. Hallo. Ich bin nur auf der Durchreise. Alles cool. Don't worry. Puh, hier könnte man auch geil einziehen. Also ist halt... Oh, ich glaube, die buddeln sich durch, die Penner. Na, ihr seid ja Wichser. Hab ich genau gehört. Wow. Geilo. Weg damit. Nagelpistole. Die wollen wir haben. Und das wollen wir eigentlich auch haben. Was essen wir denn da? Was schmeißen wir denn weg? Dies nicht, das verkaufen wir. Wiring Tool habe ich zwar eins, aber mehr schadet nix. MP5 würde ich auch gerne behalten. Messing auch. Holz. Warum habe ich 3 Schlafsäcke? So. Fertig. Aus die Laube. Hier liegt noch ein Variator. Nichts drin. Den hätte ich gerne auseinandergenommen, aber das ist mir nicht vergönnt. Nun gut. Ja, ich gehe ja wieder. Ne? Also gastfreundlich ist ja nun mal anders. So. Und wieder eine Erdschicht weg. War ich hier drin? Ja. Ich denke schon. Naja, gut. Oh. Übersehen. Noch mehr davon. Ja, gut. Overall drauf geschissen. Das war's dann aber. Na gut. Ja. Die Hauseigentümer haben sich eindeutig gegen mich ausgesprochen. So, ah, da habt ihr gebuddelt. Da war die ja fleißig, wa? So schläft sich das aber auch nicht gut, denn. Hey. Noch einer außer dir? Jo. Hat auch nicht gebuddelt, meine Herren. Ja, hallo. Wollt ihr noch ein paar? Ich kann mich sonst ducken. Dann treffe ich euch auch. Zack. So. Wurmkarton. Das hat sich ja schnell erledigt. Ich kann gar keine Eier mitnehmen. Ich bin voll. Bis oben hin. Scheiß nur eins. Oh, ne. Bauen wir noch ein paar Steine ab. Dann war es doch schon mal gar nicht. Level gab es auch. Na, ist ja wunderbar hier. Läuft doch wie ein Länderspiel. Ich krieg massig Kohle, aber kein Nitrat. Das nervt. Ja, nichts davon, wenn ich ewig viel Kohle habe. Das aber nicht verarbeiten kann. Na, sieht doch schon besser aus. Bin ich gerade noch ein dritter? Nö. Nun gut. Ach, ich kann doch noch ein bisschen was mitnehmen. Ich habe ja noch mein Fahrrad. Wir können ja abladen. Das ist ja die Wucht. Das vergesse ich immer ganz gerne. Ja, dann auseinander. Das nehmen wir so mit. Ne, das wollte ich nicht. Komm mal her. Was haben wir denn da? Das kann weg. Alles, was nicht stapelbar ist, kommt weg. Dies kannst du auch nicht stapeln. Klar, nochmal so. Und den Militärhelm. Ja, super. Läuft doch, oder was? Guck mal, du siehst aus, als würdest du von mir getötet werden wollen. Ich dachte gerade, da käme ein Flugzeug, aber ich habe mich wohl massiv verhört. Nun gut. So, was haben wir denn hier in der Nähe? Nix. Gar nix. Also da ist der Kram. Neben den Titty Twister. Ansonsten ist hier recht tote Hose tatsächlich. Hm. Dann nehmen wir doch das Türmchen da noch mit. Guck mal, was da abgeht. Ah, Steine gehen ab. Steine gehen immer. Steine nehme ich mit Freuden. Nitrat, Kohle und Blei. Alles, was man für Munition braucht. Außer Messing. Muss ja auch immer eine schöne Hülse bauen. Nervt teilweise. Aber gut. Wie es so ist im Leben, ne? Also die einzige Art und Weise, wie sie nochmal einen draufsetzen könnten, wären sie wirklich, wenn sie die
Magazinhülsen auch noch mitnehmen würden. Finde ich tatsächlich sogar ganz witzig. Eine Autobatterie, das ist eine Menge Blei. Schlock. Der Tod auf Latschen. Komm her. Was? Zack. So ja wohl nicht. Die ist schon leer. Ich bin hier echt schon mal lang gelaufen, hab das abgefarmt. Manchmal wäre ja echt vorbildlich. Da hatte ich wahrscheinlich noch kein Fahrrad. Da habe ich ja wirklich alles mitgenommen noch. Aber jetzt fahre ich an dem ganzen guten Stuff vorbei. Das hat Vorteile, ne? Man ist ja wesentlich zielgerichteter unterwegs. Und verhaspelt sich da nicht in jeder scheiß Kleinigkeit. Ne? Wobei ich jetzt hier auch gerade irgendwie Zeit überbrücke, habe ich das Gefühl. Na Junge. Und tschüss. Da wollte er mich heilen. Spinnt ja wohl. Penner. So. Hatte ich sowieso auf dem Zettel. Nitratfarm. Na gut. Machen wir es jetzt. Kriege ich den Gefühl dafür, was für einen langweiligen Scheiß ich nebenbei mache. Oh. Baller. Er schwitzt ein wenig, sehe ich gerade. Das ist aber nicht schön. Das wollen wir nicht. Aber ich ziehe dich jetzt nicht aus. Du musst hier mit Sack und Pack durch die Gegend rennen. Denn sonst können wir weniger tragen. Und das sehe ich gar nicht ein. Ah ja. Ja gut, dann gehen wir wieder zum Fahrrad. Hier ist halt doch nichts los. Bringen wir den ganzen Plunder wieder nach Hause. Gucken wir mal an die Sachen, in denen wir jetzt mal eine Weile nicht mehr drin waren. Vielleicht ist da ja noch was zu holen. Sieht ja interessant aus. Ich will wenigstens machen. Ne? Wir machen mal die Vorhalle leer. Wenigstens das muss drin sein. Wir wenden gleich unsere Karre. Ist das Days End Suits oder Sutters? Suits. Ja. Also ich hoffe, da gibt's dann. Oh, moin. Du bist nicht tot. Warum bist du nicht tot? Ach, das ist ein Hotel. Ja, nett. Mit Pool. Wer macht hier Alarm? Ist das hier drin? Ja, eindeutig. Diese fucking Vultures, ey. Nerv mich immer wieder. Wo ist der jetzt hin? Achso, der ist, ja, gut. Das ist natürlich Pech, ne? Schön in meinem Achtschwung geflogen. Hi! Mach du mal. Danke. Und tschüss. Das sieht aber nicht... Katzenfutter. Gleich wieder weg. Scheiße. Bisschen Kohle vielleicht. Die wollte ich mir eh noch hinstellen. Oh, das nehmen wir aber gerne. Okay, jetzt versuchen sie durch die Wand sich zu kloppen. Können sie von mir aus einen lieben langen Tag machen. Also diesen Glockensound finde ich ja ein bisschen geil, ne? Schön spooky. Ja, zerlegen, zerlegen, zerlegen. Bisschen mumpeln. Nein. Ich mach mal mit. Moin. Na, Mäuschen? So, war das in deinem Sinne? Ich denke nicht. War kaputt. Ist das Holz? Okay. Nun ist gut. Bleib liegen. Aus. Pfui. Das sind die einzelnen Zimmer jetzt. Da ist wahrscheinlich nicht allzu viel zu holen. Obwohl man ja doch Geld mitnimmt in Urlaub. Was ist das denn? Economic Grip? Boah. Ich will wissen, was das ist. Scheiß auf Blaubeeren. Die nehmen wir auch mit.
Kann ich sogar mitnehmen noch. Die ist wahrscheinlich wieder nur abgestanden ins Wasser. Was kannst du? Decreases melee stamina usage by 10 and increases weapon handling. Oh, nett. Ja, sowas will ich haben für die Axt. Das finde ich gut. So, gucken wir doch mal bei den Nachbarn. Ist hier auch wieder nur Holz? Ja, dann gehen wir hier durch. Naja, gut, nicht alles. Aber es geht trotzdem schneller als die scheiß Tür. Hallo? So. Machen wir auf die Hütte. Ist er? Tote Hose. Hier wären auch nur Bretter vorgewesen, ich Idiot. Ich leicht haben. Wow. Was mit euch? Wow. Du Asi. Der wollte sich doch glatt sprengen, der Penner. Ich glaube, ich sollte mal vor die Tür gucken. Was ist denn hier los? Da kommt noch so ein Penner. So. Zack. Ruhe jetzt. Also, das war aber massivst unhöflich, würde ich mal sagen. Das geht so nicht. So. Ja, also kann ja nicht jeder machen, was er will. Sehr schön. Echt? So haben sie eine Duschkabine dargestellt. Da hätte man sich was Schöneres überlegen können, möchte ich sagen. Wie viele Schläge brauche ich hier? Ah, doch. Wir nehmen den Weg. Der ist angenehmer. Mach sogar auf. Mach noch einen Alarm hier. Meine Güte, ich will noch ein bisschen meine Ruhe. Zerlegen. Fertig. Oh. Tschüss. Nicht mit mir. So. Hallo? Hallo. Es gibt ja offensichtlich viele Angler. Überall liegt Angelblei rum. Also gefühlt kriege ich aus dem Müll mehr raus. Ja. So, Topfpflanze. Machen wir auf hier. Aufmachen. Hallo. Hier ist die Geschäftsleitung. Oh. Alter, was war das denn? Nee, 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 nee. So nicht, mein Freund. So nicht. Oh, zack. Steh wieder auf. Dann noch einen Kopf. Und noch einen. Und noch einen. Nee, zwei daneben. Meine Güte. Na, bist du sauer? Wasser wieder. So, trotzdem, Geschäftsleitung hier. Schwarzpulver, kein Platz dafür. Sonnenbrille, na Wahnsinn. Also dieses Ding ist wirklich massivst unergiebig. Ich versuche jetzt den Raum noch hier, wenn hier nichts Geiles drin ist, dann hau ich wieder ab hier. Wer macht hier leer? Hallo? Haben Sie Wünsche? Hallo? Noch ein Waschraum, na super. Müll, 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 Müll. Ja gut, okay, komm. Das zählt dann einfach mal nicht. Müll, 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 Müll. Ist das halt der letzte? So, mach auf. Immerhin eine Wrench, naja, ist ja schon mal was wert. Die ich dann auch nicht mitnehme, weil wegen kann. Wow! Ich bin dezent in die Ecke gedrängt. Lass das. Lass das, habe ich gesagt. Könnt ihr nicht hören, oder was? Ja, wenn ich die Tür schon aufgemacht habe, dann guck ja rein. Ja, es ist.
Ah. Wir gucken nochmal nach oben. Was haust du denn hier aufs Gitter ein, Junge? Mach mal locker. Und nicht so Alarm hier. Eisenbeinschienen, Level 1. Ja, komm. Das Öl hätte ich ganz gern dabei. Kann man auch schnell selber bauen. Hallo? Oh, eine Wrench Level 4 nehmen wir dann doch. Ah ja, geht's an die Ecke. Auch nix. Was ist hier los? Tag auf. Moinsen. Was ist hier los? Wir haben Beschwerden erhalten. Ihre Anwesenheit ist nicht weiter erwünscht, wurde uns mitgeteilt. Bitte räumen Sie umgehend das Gelände. Räumen, habe ich gesagt. Abhauen. Weggehen. Nicht hierbleiben. Ja, Level. Acid und so. Kann man ja tatsächlich gebrauchen. Sonst? Drecksladen. Absoluter Drecksladen. Hier komme ich nicht mehr her. Bleib auf meiner Insel. Ihr Penner. Nix könnte. Hm. Mal da hoch. Ist hinter versteckt oder so? Nö. Öde. Sehr, sehr öde. Mal da hier hinten. Jo, Bretterverschlag. Das geht angenehm schnell. Aber immer noch. Nix los hier. Frustrierend. Ich hatte Hoffnung, aber nein. Gibt nur Schrott. Na, Luxi, was ist das? Eine Lampe. Assi. Ja, das war wirklich unergiebig. Aber... ich würde einfach mal sagen, es war mal schön hier. Das halten, wir halten uns einfach daran fest. Es war hier mal schön. Vor langer, langer Weile. Ne? Days End Suits. Ich komme nicht wieder. Ne? Nie wieder. Ich bock den Laden abzureißen. Aber gut. Okay. Aber halbe Stunde ist er rum. Das heißt... wir sind am Ende angekommen. Und wie immer danke ich euch natürlich fürs Zugucken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.